So, beim letzten Mal hatten wir kurz schon mal zweifache Zusammenhangskomponenten angesprochen. Zur Erinnerung, wir hatten beim letzten Mal starke Zusammenhangskomponenten in gerichteten Graphen sehr intensiv betrachtet. Was war das nochmal, eine starke Zusammenhangskomponente? Das ist eine Menge von Knoten, wo man von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten über einen gerichteten Pfad innerhalb dieses gerichteten Graphens kommt. Jetzt betrachten wir ungerichtete Graphen. Bei ungerichteten Graphen macht der normale Zusammenhang, ob der Graph zusammenhängend ist oder nicht, es ist keine große Herausforderung, denn Sie können einfach eine Tiefensuche, eine Breitensuche, irgendeine Suche durch den Graphen starten, von irgendeinem Knoten aus, und entweder erreichen Sie alle anderen Knoten oder Sie erreichen sie nicht. Und die Knoten, die Sie erreicht haben, sind die Zusammenhangskomponente, in der der Startknoten war. Wenn Sie alle Zusammenhangskomponenten rauskriegen wollen, dann hören Sie dort nicht auf, sondern nehmen Sie sich einen neuen Startknoten her, der noch nicht gesehen wurde. Der ist dann natürlich in einer anderen Zusammenhangskomponente, starten da wieder eine Graphensuche, gibt Ihnen eine neue normale Zusammenhangskomponente im ungerichteten Graphen und so weiter und so fort, bis Sie alle gefunden haben. Was aber spannender ist, wie man dann die zweifachen Zusammenhangskomponenten findet, was ein bisschen ähnlich ist wie die starken Zusammenhangskomponenten in gerichteten Graphen, aber nur ein bisschen. Also wir sind ungerichtete Graphen. Die Frage, was wir wollen, zweifache Zusammenhangskomponenten, das heißt, wir finden nicht einen Pfad wie bei normalem Zusammenhang zwischen den beiden Kno zwischen je zwei Knoten, sondern wir finden mindestens zwei Pfade, mindestens natürlich, mindestens zwei Pfade, die intern keinen Knoten und erst recht keine Kante gemeinsam haben. Die also intern Knoten disjunkt sind und so dass es also die Konnektivität zwischen je zwei Knoten mindestens zwei ist. Das ist eine Problemstellung, die beim Layout von ausfallsicheren Netzwerken aller Art eine Rolle spielt, wird Ihnen vermutlich auch irgendwo bei Net-Centric Systems und Ähnlichem wieder begegnen. Vielleicht nicht unbedingt in der kanonischen Einführung, aber vielleicht in weiterführenden Veranstaltungen. Ist auch dort ein grundlegender Algorithmus. So, das ist ein bisschen komplizierter, dieser Algorithmus. Den habe ich wieder, wie die meisten Algorithmen hier im Wiki, nach den Schöpfern benannt. In diesem Fall zwei Leute namens Hopcroft und Tarjan. Und dieser Algorithmus, der läuft in zwei Phasen, Schritt 1, Schritt 2. Und das ist das Interessante, so ähnlich wie bei starken Zusammenhangskomponenten, er läuft auch wieder in linearer Zeit, basierend auf etwas, was Sie kennen, Tiefensuche. Ja, wir hatten Tiefensuche systematischer eingeführt als in der GTI2, falls Sie dort Tiefensuche kennengelernt haben. Und haben mit starken Zusammenhangskomponenten eine erste raffinierte Anwendung gesehen, kommen jetzt zu einer zweiten raffinierten Anwendung. Und zwar hier im ersten Schritt. Wie gesagt, zwei Schritte. Im ersten Schritt wird eine DFS gemacht. Wir gehen davon aus, bei Biconnected Components, dass der Graph zusammenhängend ist. Ist nicht wirklich notwendig, dass der Graph zusammenhängend ist. Ja, wir können ja mit einfacher Graphensuche die Zusammenhangskomponenten finden und dann jede einzelne Zusammenhangskomponente weiter analysieren. Welche Zweifach-Zusammenhangskomponenten in dieser Zusammenhangskomponente sind, ist nicht unbedingt notwendig, aber vereinfacht natürlich die ganze Sache. So dass wir mit einer Tiefensuche tatsächlich alle Knoten sehen werden. Wir müssen uns da jetzt keine Fallunterscheidung mehr überlegen. So, was macht diese Tiefensuche? Zweifache Zusammenhangskomponenten. Wir sollten uns überlegen, was es bedeutet, dass der Graph in zweifache Zusammenhangskomponenten zerfällt. Das möchte ich wieder versuchen, an der Tafel so ein bisschen. Na, ich bin mal gespannt, ob das auf der Aufnahme sein wird.
bisher, wo das interne Mikro verwendet wurde, wäre es mit Sicherheit auch noch drauf gewesen. Eigentlich sollte das Herz des Herz etwas fokussierter sein, dass es unbedingt der Fall ist. Mal sehen. So. Was bedeutet das, dass zwei, dass wir als wir Kraftzelt in mehreren zusammen. Das bedeutet, wir haben so etwas, was in der Literatur typischerweise ein Artikulations genannt wird. Wenn Sie diesen Knoten wegnehmen, dann zerfällt der Zusammengraf in mehrere zusammen. Ja, diesen Knoten kann ich mitnehmen. Ich hoffe, es ist klar, was Labezeichen gezeigt habe. Hier hat dieser Knoten irgendwelche Keilen rein in diesen Grafen, Teil des Grafen. Und hier ist noch ein anderer Teil des Grafen. Da hat er auch irgendwelche Keilen rein. Aber es gibt keine Geo einen Punkt ist, wenn Sie vom linken Graphen in Rechen rechnen, dann müssen Sie den Artikulationsbenutzen wollen Sie wollen oder nicht. Das heißt also hier zerfällt der Graph in. Hier haben wir linkerweise eine zweifache Zusammenhangskomponente, wenn es keine Artikulation mehr gibt. Rechts, wenn es auch keine Artikulation mehr gibt, zerfällt natürlich, können wir uns das jetzt beliebig kompliziert denken, dass hier überall noch Artikulationen sind. Was natürlich nicht sein kann, ist, dass diese Knubbel, die ich gezeichnet habe, sich hier wieder zu einem Kreis schließen. Ja, also das deutet sich mal hier an. Das darf natürlich nicht sein, denn dann wäre dieser ganze Kreis von den Nubbeln wieder eine zweifache Zusammenhangskomponente. Das wäre ein solcher Knoten, wäre kein Artikulationsmehr, kein Artikulationsmehr mehr, denn von den links nach rechts könnten Sie ja auch unterwärts vorbeikommen. Und damit haben Sie zwei verschiedene Pfade gefunden, einen von einem Knoten zu einem anderen. Ja, und auch wieder da wieder ins Foto. Moment. So. Ja. Das kann auch durchaus komplizierter werden. Was heißt komplizierter? Etwas anders aussehen, dass wir nicht einen Knoten haben, der in beiden zweifachen Zusammenhangskomponenten der linken und der rechten ist, sondern zum Beispiel. Dass wir diese Situation haben. Eine solche Situation nennt man dann Brücke. Das kann dann natürlich auch weitergehen, dass da mehrere Brücken sich zusammen ergeben. Aber es sind trotzdem weiterhin alle Knoten, die an solchen Brücken beteiligt sind, Artikulationspunkte. Und in dem Fall hier unten hätten wir, wäre beispielsweise das, eine zweifache Zusammenhangskomponente. So ein einzelner Knoten, der da so in der Mitte steht, ja? Es gibt keinen anderen Knoten, mit dem er zusammen in einer zweifachen Zusammenhangskomponente ist. Also ist er insgesamt in einer zweifachen Zusammenhangskomponente für sich selbst.
trivialerweise, wenn man es definiert, alle Knoten, die sich gegenseitig über mindestens zwei verschiedene Pfade erreichen können. Zwei Knoten, interknotensicherte Pfade, dann ergibt sich nach der typischen mathematischen Semantik solcher Sätze eben genau, dass jeder solcher einzelnen Knoten eine zweifache Zusammenhangskomponente ist. Also ich hoffe, dass das Konzept zweifache Zusammenhangskomponente auch mit meiner Knubbelsemantik hier soweit verständlich war. Oder gibt es an dieser Stelle Fragen? Gut, dann mache ich davon auch noch ein Foto. So. Moment. So. Gut. Wie geht der Algorithmus jetzt vor? Der Algorithmus wird jetzt irgendwo, vielleicht mache ich das nochmal in einem neuen Bild, eine Tiefensuche starten an irgendeinem Knoten. Es gibt keinen Grund, irgendeinen Knoten gegenüber anderen Knoten zu bevorzugen. Also der Algorithmus weiß natürlich nichts davon, ob es geschickt zu wählende oder weniger geschickt zu wählende Knoten gibt. Er nimmt einfach irgendeinen. Und der ist in irgendeiner zweifachen Zusammenhangskomponente drin. Ja, es kann auch aus Versehen so eine zweifache Zusammenhangskomponente sein, die aus einem einzigen Knoten besteht. Im Allgemeinen ist das sicherlich mehr als das. So, jetzt hängen da andere zweifache Zusammenhangskomponenten dran. Vielleicht mehrere. So, wie ich das eben schon mal angedeutet hatte. Und hier startet er. So, was wird jetzt die Tiefensuche hier machen? Die Tiefensuche wird natürlich alles Mögliche in dieser ersten zweifachen Zusammenhangskomponente durchsuchen. Sie wird über den Artikulationspunkt weiterkommen und hier sich in alle weiteren Richtungen entwickeln, dann über die weiteren Artikulationspunkte in die hier dran hängenden zweifachen Zusammenhangskomponente weiter bewegen. So. Der interessante Punkt dabei ist, dass man, wenn man ein bisschen Informationen zusätzlich gibt, bei der Tiefensuche zusätzlich berechnet, dass man dann durchaus dann im zweiten Schritt die zweifachen Zusammenhangskomponenten zurückberechnen kann. Was braucht man an Informationen dazu? Der wichtige Punkt ist, den Unterschied festzustellen, ob es so eine grüne Kante gibt, eine Detour, eine Umleitung, also eine Umgehung dieses jetzt gelb eingezeichneten Artikulationspunktes, ob es so eine grüne Kante gibt oder ob es die nicht gibt. Wenn es diese grüne Kante gibt, dann ist das Bild falsch gezeichnet, dann sind in Wirklichkeit diese beiden ersten durch diese grüne Kante verbundenen zweifachen Zusammenhangskomponenten in Wirklichkeit eine zweifache Zusammenhangskomponente. Wie kann man jetzt Informationen bei der Tiefensuche sammeln, die einem dann entscheiden lassen, ob das Bild stimmt oder nicht, ob es diese grüne Kante gibt oder ob es diese nicht gibt? Was kennzeichnet diese grüne Kante? Was diese grüne Kante kennzeichnet, ist, dass es eine
Ich sag's mal so. Wir werden bei der Tiefensuche die aktuelle Tiefe jedes Knotens im Baum mitverwalten. Ja? In einem, wir haben ja einen gerichteten Wurzelbaum, eine Arboreszenz. Vom Startknoten als Wurzel geht es in alle Richtungen. Und da können wir natürlich eine Tiefe definieren. Die Wurzel selber hat Tiefe 0. Ihre unmittelbaren Nachfolger haben Tiefe 1. So wie Sie das aus der GDE2 bei den diversen Suchbaumstrukturen her kennen. Die ganz normale Tiefe. Hier Tiefe 0, Tiefe 1 und so weiter und so fort. So. Und dieser diese Knoten hier, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie hier die Suche sich weiterschlängeln kann. Von dem Artikulationspunkt aus hier in diese zweite mittlere Zusammenhangskomponente. Entweder sie bleibt hier drin, sie schlängelt sich hier so irgendwie rum, oder sie geht über so eine grüne Kante zurück. Und wenn sie sich herumschlängelt, dann, wenn sie sich hier nur herumschlängelt, dann trifft sie nur auf Knoten, auch benachbarte Knoten, so wie hier, etwa in die nächste Zusammenhangskomponente, nur auf benachbarte Knoten, die tiefer sind als der Artikulationspunkt. Was wir aber hier haben, ist, ja, sämtliche, auch wenn wir hier innen drin noch herumschlängeln, grüne Kanten treffen, die wir nicht mehr besuchen, weil der Zielknoten ja schon besucht worden ist. Ja, diese, so eine Kante lassen wir aus, weil der Zielknoten schon besucht worden ist. Wenn wir diese Tiefe, wenn wir diese hierher nehmen, dann hängen die alle an dem Baum dran, an dem Teilbaum dran, der diesen Artikulationspunkt hat, die haben alle tiefere Tiefe. Alle Knoten, die so in diesem Schlamassel hier drin, in der mittleren zweifachen Zusammenhangskomponente erreichbar sind, die wir entweder durchlaufen oder wo wir die Kante überspringen, weil die Knoten schon gesehen worden sind, die Zielknoten, alle davon hängen an diesem Teilbaum dran, der am Artikulationspunkt ist und haben daher tiefere Tiefe als der Artikulationspunkt. Wenn wir hingegen hier eine solche Kante haben, in diese starke Zusammenhangskomponente rein, dann ist die Tiefe nicht mehr tiefer als der Artikulationspunkt. Und daran erkennen wir das. Wir müssen nur die Informationen aufsammeln, um dann am Ende effizient zu entscheiden können, welche dieser beiden Situationen liegt vor, um für jeden Artikulationspunkt entscheiden zu können, welcher der beiden Fälle liegt hier vor, den wir hier um zu entscheiden, ob das ein Artikulationspunkt ist oder nicht. So, ich bitte um Verständnis, dass ich da selber ein bisschen nochmal genau die Logik mir vergegenwärtigen muss. So, und dazu, ja, die berechnen wir, diese Tiefe, während der DFS. Also während der DFS, wann immer wir einen neuen Knoten sehen, berechnen wir die Tiefe dieses neuen Knotens, was nicht schwierig ist, denn wir gehen ja immer vorwärts von einem Knoten zum nächsten. Für den Knoten, von dem wir aus vorwärts gehen, haben wir die Tiefe schon berechnet. Für den Knoten, den wir
zu dem wir gehen, haben wir einfach Tiefe plus 1. Mehr. Wir wissen noch nicht, ob das ein Artikulationspunkt ist. Wir wollen die Artikulationspunkte herausfinden, sodass wir damit indirekt auch die Zusammenhangskomponenten haben. Ich habe das Bild auch noch ein bisschen falsch gezeichnet, deshalb bin ich hier ein bisschen am Stutzen, warum das funktionieren soll. So, das Bild ist noch nicht ganz richtig, denn wenn das eine zweifache Zusammenhangskomponente ist, dann sind wir potenziell hier überall schon lang gelaufen, ohne jemals wieder zurückzulaufen. Ja, so sieht das Bild in Wirklichkeit aus. Denn innerhalb dieser Zusammenhangskomponente gab es nie einen Grund für Backtracking, solange da noch irgendwas zu finden ist. Und hier ist ja in der nächsten starken Zusammenhangskomponente noch irgendwas zu finden. Das heißt also, was wir in Wirklichkeit haben, ist hier ein einzelner Pfad, der irgendwann mal die einen Artikulationspunkt gefunden hat und dann hier reingegangen ist, sodass wir hier tatsächlich eine geringere Tiefe haben als hier. Also es kann durchaus sein, wie ist das? Ich muss nochmal genau drüber nachdenken. Es kann sein, dass ich da nochmal bis zum nächsten Mal mir was überlegen muss, warum das wirklich stimmt. An dieser Stelle, warum die Tiefe von diesem Knoten hier garantiert geringer sein muss als die Tiefe des Artikulationspunkts, wenn wir hier sind. Aber das kann ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall nochmal mir überlegen, nochmal dann nachtragen. Denn es wäre durchaus denkbar, dass hier in dieser ersten zweifachen Zusammenhangskomponente ja auch Knoten sind, deren Tiefe, wir können ja den Baum nicht so richtig vorhersehen, wie der sich entwickelt, deren Tiefe geringer ist als die Tiefe des Artikulationspunktes, deren Tiefe höher ist als die oder tiefer als die vom Artikulationspunkt. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, warum kann das nicht der Fall sein? Ich will da jetzt nicht bis zum nächsten Mal warten, wenn es geht. Ich habe Sie nicht ganz genau verstanden, was Sie meinen. Über diesen Artikulationspunkt muss man rüberkommen, um von hier aus nach da zu kommen, ja? Ach, jetzt verstehe ich, warum die Tiefe geringer sein muss, weil sonst hätten wir diese Kante, die grüne Kante genommen. Jetzt habe ich es wieder. Das ist das Argument. Ich weiß nicht, ob es dasselbe war, was Sie sagen wollten. Das ist das Argument. Bitte? Nee, die Tiefe kann niedriger sein von diesem grünen Knoten in der linken Zweifachzusammenhangskomponente, weil wir zuerst halt in die Richtung Artikulationspunkt gegangen sind und hier lang noch nicht gekommen sind über die grüne Kante. Aber wenn wir, also diese grüne Kante kann, nein, wir machen Tiefensuche. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit von Tiefensuche gesprochen, oder? Habe ich mich versprochen? Wir machen Tiefensuche. Okay, jetzt weiß ich wieder, dass dieser Knoten hier, zu dem diese grüne Kante zurückverweist, in die zweifache Zusammenhangskomponente des Startknotens, von dem kann noch nicht Backtracking gemacht worden sein, weil sonst wäre auch die grüne Kante schon in andere Richtung, von links nach rechts, durchlaufen worden. Ist aber nicht der Fall. Also muss dieser Knoten auf dem Pfad liegen. Muss schon gesehen worden sein. Sonst wäre jetzt die Suche von der mittleren zweifachen Zusammenhangskomponente in die linke wieder zurückgelaufen, wenn es diese grüne Kante, wenn dieser Knoten noch nicht gesehen ist. Er ist gesehen worden. Sonst würde die Suche von der mittleren in die linke wieder gehen,
bei Existenz der grünen Kante. Dieser Knoten, dieser Endknoten, dieser linke Endknoten der grünen Kante ist aber noch nicht finished, denn sonst wäre noch nicht beendet worden, sonst wäre die grüne Kante von links nach rechts durchlaufen worden. So, jetzt habe ich. Es gibt also noch die Möglichkeit, noch nicht schon gesehen, aber noch nicht beendet. Das heißt, ist auf dem aktuellen Pfad drauf und muss daher geringere Tiefe haben als der Artikulationspunkt. So, jetzt habe ich das Argument wieder. Das muss ich dann, glaube ich, nochmal auf der Wiki-Seite genauer formulieren, als ich es bisher gehabt habe, damit Sie das, was ich jetzt auf der Tonspur gesagt habe, was Sie damit ja für alle Ewigkeiten schon haben, dass Sie das dann auch nochmal schriftlich haben. So, also, Argument ist, wenn es eine solche grüne Kante gibt, jetzt mache ich aber endlich mal ein Foto davon, bevor ich das jetzt noch weiter modifiziere. So, wenn es eine solche grüne Kante gibt, dann ist der linke Endknoten in der linken Zweifachzusammenhangskomponente hat geringere Tiefe als der Artikulationspunkt. Und wenn wir hier irgendwo anders innerhalb von den Zweifachzusammenhangskomponenten mittlere oder die rechte oder die untere eine solche grüne Kante haben, dann sind die natürlich, die Endknoten dieser grünen Kante haben größere Tiefe als der Artikulationspunkt. So, also Punkt 1, wir berechnen bei der Tiefensuche bei jedem Knoten die Tiefe, jedem Knoten, den wir besuchen. Das geht ganz einfach, habe ich eben schon mal gesagt. Der zweite Wert, den wir für jeden Knoten berechnen, ist etwas komplizierter. Der heißt Low Point. Jetzt kommen wir zum Wiki zurück. Der heißt Low Point, also die Tiefe haben wir, die Tiefe in der Arboreszenz. Arboreszenz ist unser Name hier für gerichtete Wurzelbäume, also von einer Wurzel ausgehend gerichtete Kanten in alle Richtungen. Und das zweite ist, hat sich eingebürgert, heißt Low Point. Das ist jetzt eine merkwürdige Formulierung, die aber vielleicht nach dem, was ich gesagt habe, nicht mehr ganz so merkwürdig ist. Können Sie das eigentlich gut lesen? Ich glaube, ich sollte mal vielleicht ein bisschen vergrößern, oder? So. Können Sie es jetzt besser lesen? Gut. Also, die minimale Tiefe eines Knotens W, sodass es eine Kante VW gibt für irgendeinen direkten oder direkten Nachfolger. Das schreit natürlich danach, dass ich das an der Tafel versuche zu visualisieren, was diese Definition hier besagt. So, wir haben wieder im Prinzip dieselbe Situation mit einer zweifachen Zusammenhangskomponente mit einem Startknoten drin. Wir haben hier unseren Artikulationspunkt, eine andere zweifache Zusammenhangskomponente, vielleicht noch eine dritte dazu, um das etwas komplizierter zu machen. So, und wir haben jetzt zwei mögliche Kanten. Wir haben jetzt erstmal den Tiefensuchbaum. Der hat vielleicht in der ersten linken zweifachen Zusammenhangskomponente schon einiges durchsucht, kommt auch irgendwann zu dem Artikulationspunkt und fängt hier an, weiter in alle Richtungen zu suchen. Kommt irgendwann an den zweiten Artikulationspunkt und sucht dann hier ebenfalls weiter. So, vielleicht so. So, jetzt haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten für solche grünen Kanten. Eine Möglichkeit ist, wie ich es eben gezeichnet habe, von der zweiten in die erste, von der mittleren in die linke zweifache Zusammenhangskomponente. Das ist der eine Fall. Der andere Fall, kann ich vielleicht in jeder der beiden anderen Zusammenhangskomponente ein Beispiel dafür für so eine grüne Kante einzeichnen.
So, hier. So. Was ist jetzt der Unterschied, ob es so eine grüne Kante gibt, die hier zwei mutmaßliche zweifache Zusammenhangskomponenten noch hintenrum verbindet, sodass die beiden in Wirklichkeit nur eine sind? Was ist der Unterschied dazu, dass solche grünen Kanten nur in der zweifachen Zusammenhangskomponente sind? Nehmen wir uns diesen ersten linken Artikulationspunkt her, ja, den kreuze ich mal an. So. Wenn Sie jetzt sich den gesamten Teilbaum betrachten, der an diesem Artikulationspunkt nach rechts hinaus ranhängt, dann gibt es dort einen Nachfolger, einen Knoten, nämlich hier das rechte Ende der grünen Kante, der verbunden ist mit einem Knoten, das ist das linke Ende, und ich denke, wir können das direkt aus dem Wiki die Notation übernehmen. Das ist V, das ist W. Ein Nachfolger von unserem Artikulationspunkt. Das ist V, der verbunden ist mit einem Knoten W, der geringere Höhe hat als der Artikulationspunkt selber. Und genau das ist, wenn wir die grüne, also Low Point hier wäre, wenn das gesamte Bild ist, dass es eine solche grüne Kante gibt, Low Point von dem linken Artikulationspunkt, dem angekreuzten hier, wäre die Tiefe von W. Die geringste Höhe, wir können auch mehrere theoretisch haben, nehmen wir uns noch eine weitere Kante her von dieser Art. So. Da schreibe ich dann V' und W' ran, um das zu unterscheiden. Ja, die geringste Tiefe einen solchen Knoten W oder W' wollen wir haben. Beziehungsweise nehmen wir hier innen drin V2', W2'. Ja, für diese Kante hier, W2', ist die Tiefe tiefer als die von dem linken Artikulationspunkt. Für diese beiden grünen Kanten links, wäre W', die Tiefe geringer als die Tiefe des Artikulationspunktes. Was wir also tun müssen, ist aufsammeln alle Möglichkeiten für grünen Kanten und dabei immer schauen, welches ist da die geringste Tiefe. Was wir machen, ist jetzt beim Backtracking eine Operation. Ja, irgendwann werden wir von diesem Knoten V Backtracking machen. Und in dem Moment gucken wir uns an, was ist die geringste Tiefe eines Nachbarn davon. Die haben wir vielleicht sogar schon vorher mitgesammelt. Was ist die geringste Tiefe eines Knotens, der mit V benachbart ist? Das wäre in diesem Fall, wenn diese grüne Kante existiert, die Tiefe von W geringer als die Tiefe des Artikulationspunktes. So, von V gehen wir dann weiter zurück. Irgendwann werden wir den ganzen Weg bis zum Artikulationspunkt zurückgehen. Und natürlich alle anderen Wege auch. Was wir jedes Mal bei jedem Backtracking-Schritt machen, ist, dass wir die geringste Tiefe, die wir, den Low Point, den wir für diesen Knoten, von dem wir backtracken, gespeichert haben, dass wir den übertragen auf den Knoten, zu dem wir zurück backtracken. In dem Sinne, wenn dieser Low Point-Wert tiefer ist, also geringer ist als der aktuelle Low Point-Wert an dem Knoten, zu dem wir zurück backtracken, dann überschreiben wir das entsprechend. Einfach eine Minimumsbildung. Das kennen Sie ja aus verschiedenen Algorithmen, dass man immer dann, wenn man irgendwo hinkommt, wenn der Wert dort größer ist als der Wert, mit dem man dahin zurückkommt, dann wird überschrieben. Ja, sodass wir also aus dem, Sie können sich das so vorstellen, aus dem gesamten Teilbaum, der an diesem Artikulationspunkt hängt, werden die Low-Point-Werte, die sich hier an den einzelnen Knoten ergeben haben, zurückgesaugt und immer
immer wenn von allen Knoten, von denen man zu einem Knoten zurückgeht, von allen diesen Knoten wird das Minimum als Low Point wird genommen. Jetzt kann dieser Knoten selber auch eine Kante haben zu einem Knoten mit noch kleinerer Tiefe, dann würde das der Low Point Wert dieses Knotens sein. So können wir schrittweise beim Zurückgehen die Low Point Werte zusammensammeln, denn was wir am Ende haben wollen, laut Definition, die minimale Tiefe für, was wir haben wollen, ist ein Wert, ein bestimmter Wert, ein minimaler Wert, genommen über alle unmittelbaren oder nicht unmittelbaren Nachfolger im DFS-Baum. Ich glaube, ich muss da noch was korrigieren bei dem Bild. Ich habe immer mit U geredet, aber U ist der Artikulationspunkt. Der Knoten, um den es hier immer geht, ist ist nicht V, sondern U. So, habe ich das Bild schon fotografiert? Nee, nicht. Dann sollte ich das jetzt mal fotografieren. Nicht ganz gelungen, muss ich nochmal wiederholen. So, besser. Mal gucken, wie die Farben rauskommen. So. Bitte? Das heißt, irgendwie müsste jetzt der Punkt W-Strich-Strich denselben Low-Point bekommen, wie, sagen wir mal, zum Beispiel. Welcher Punkt müsste was bekommen? Also alles in der Zwischenzusammenhang müsste denselben Low-Point bekommen wie U. Denselben Low-Point? Nee, der Artikulator. Also, wer denselben Low-Point-Wert bekommen sollte wie U, sind alle Knoten auf jeden Fall auf dem Pfad zwischen Artikulationspunkt und U. Während die anderen, die kommen ja von woanders her, deren Werte haben ja mit U nichts zu tun. Ja, das ist richtig, aber Low Point ist für jeden Knoten ein Wert, der sich definiert durch sämtliche Nachfolger dieses Knotens, ja. Und U gehört zu den Nachfolgern beim Artikulationspunkt und bei allen Knoten auf dem Pfad vom Artikulationspunkt nach U, aber die anderen Knoten in diesen mittleren und rechten zweifachen Zusammenhangskomponenten haben U nicht als Nachfolger, deren innerhalb einer Zusammenhangskomponente gibt es unterschiedliche Lowpoints, weil sich der Lowpoint eines Knotens immer durch den Teilbaum definiert, der an diesem Knoten dranhängt. Und innerhalb einer zweifachen Zusammenhangskomponente haben die unterschiedlichen Knoten natürlich unterschiedliche Teilbäume, die da dran hängen. So, das ist der Lowpoint, den können wir auf diese Art und Weise beim Backtracking immer für alle Knoten gleichzeitig aufsammeln, sodass sich insgesamt eine lineare Laufzeit ergibt. Das ist der erste Schritt. Step one. Wir berechnen die Tiefe und diesen Lowpoint-Wert. Jetzt kommt noch eine kleine Feinheit hinzu, die ich noch ausgelassen habe. Das ist Punkt 1 und Punkt 3, die den eigentlichen Kern der ersten Phase umrahmen. Um die Sache ein bisschen, um hier nicht irgendwelche Fallunterscheidungen machen zu müssen am Startknoten, sagen wir, der Startknoten ist, den generieren wir neu. Wir fügen einen neuen Knoten und eine Kante zu irgendeinem Knoten, der eigentlich unser Startknoten sein soll, hinzu und lassen es dann von diesem Startknoten aus laufen und nehmen diesen Startknoten hinterher wieder weg in Schritt 3, weil er uns nicht mehr weiter, weil er uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Damit, Sie können das mal ausprobieren, wenn Sie diese Konstruktion nicht machen, dann haben Sie am Startknoten, müssen Sie da ein bisschen rumhantieren, denn der Startknoten kann zufällig ja selber ein Artikulationspunkt sein und dann müssen Sie damit klarkommen, dass es da eine rechte und eine linke Sphäre gibt, die nichts miteinander zu tun haben, außer diesen Startknoten. So,
Implementation haben wir im Prinzip geklärt. Hier ist es auch nochmal schriftlich, gehen wir vielleicht nochmal durch. Die Tiefe, wir merken uns während der Tiefensuche immer die aktuelle Tiefe. Ja, die wird mit 0 initialisiert. Immer wenn wir vorwärts gehen, 1 höher. Immer wenn wir rückwärts gehen, 1 niedriger. Und immer wenn wir einen Knoten das erste Mal sehen und deshalb vorwärts gehen, setzen wir die Tiefe dieses Knoten auf den aktuellen Zähler. Mehr ist das nicht. Low Point. Wenn wir zu einem Knoten das erste Mal hinkommen, dann setzen wir den Low Point Wert einfach auf die Tiefe dieses Knotens. Ist nichts weiter da. Oh. Ja, dann ist es halt, das ist ein neutraler Wert im Prinzip. Wir können ihn auch auf irgendeinen größeren Wert setzen. Es ist neutral, denn interessant ist ja nur der Fall, dass der Lowpoint-Wert wesentlich kleiner ist als die Tiefe dieses Knoten. Erst dann fängt es an, hier, wenn der Lowpoint-Wert kleiner ist als die Tiefe selber, erst dann fängt es an, interessant zu werden, Tiefe eines Artikulationspunktes hier dazwischen. So, wenn wir uns eine Kante ansehen und der Zielknoten ist schon gesehen worden, das heißt, wir gehen nicht vorwärts, und wenn diese Tiefe jetzt kleiner ist als der Low Point, den wir momentan hier haben, dann setzen wir nach Definition des Low Pointes eben den Low Point Wert der Kante V entsprechend, weil es ja ein Minimum sein soll, entsprechend auf die Tiefe von W. Das ist genau die Situation, mit der wir uns gerade diskutiert haben. Wenn wir feststellen, von einem Knoten V aus geht es weiter zu einem Knoten mit geringerer Tiefe als das, was der Low Point bisher hier war, dann wird dieser Wert dieses gesehenen Knoten, schon gesehenen Knotens, dann der Low Point. Und wenn immer wir zurückgehen, nehmen wir die Low-Point-Information mit. Also, wenn wir von einem Knoten W zu einem Knoten V zurückgehen, und bei W haben wir schon einen recht tiefen, recht hohen, also recht geringen Low-Point-Wert aufgesammelt, geringer als das, was wir bisher für V selber gesammelt haben, dann reduzieren wir V entsprechend, damit die Semantik von Low-Point wieder erhalten bleibt. So, und was ich eben schon sagte, diese Umrahmung, einen Startknoten und Kante zu irgendeinem beliebigen Knoten einfügen und hinterher wieder löschen, einfach nur, um zu verhindern, dass wir den Startknoten besonders behandeln müssen. Probieren Sie es einfach mal aus, wie der Algorithmus aussehen würde, wenn man nicht den neuen Startknoten einführen würde. Eine zweite Bemerkung, eine softwaretechnische Bemerkung. Ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, es macht durchaus Sinn, eine Graphensuche, egal ob Tiefensuche, Breitensuche oder beispielsweise Dijkstra, was man auch als Graphensuche verstehen kann. Es macht durchaus Sinn, so etwas als Iterator zu implementieren, der in jeder Iteration einen Knoten zurückliefert oder vielleicht sogar feiner granular in jedem Schritt, bei jedem Aufruf von Next die aktuell behandelte Kante vielleicht sogar zurückliefert mit Informationen, ob das jetzt vorwärts oder rückwärts ist, dann kann man diese ganzen zusätzlichen Operationen, die wir hier haben, die Berechnung der Tiefe und die Berechnung des Low Points, kann man einfach zusammen mit der Iterator-Fortschaltung in eine Schleife tun und muss an der Tiefensuche kein bisschen ändern. Man kann die Tiefensuche, so wie sie als Iterator implementiert ist, man kann diese Tiefensuche einfach so verwenden, wie sie ist, und eben mit dieser Funktionalität erweitern. So, jetzt der Schritt 2. Jetzt wird es aber, denke ich, relativ einfach, was jetzt noch zu tun ist. Oder, ja, würde ich sagen, es ist einfach. Also das Hauptverständnisproblem für diesen Algorithmus haben Sie schon hinter sich gebracht. So, wir wollen essentielle Knoten betrachten. Und die Idee ist, dass die essentiellen Knoten am Ende genau die Artikulationspunkte sind. Wir
wissen das aber jetzt an dieser Stelle noch nicht und deshalb reden wir noch nicht von Artikulationspunkten, sondern wir führen etwas Neues ein. Das sind genau die Knoten, bei denen, ist ein bisschen komplizierter formuliert, ich glaube, das muss ich jetzt nochmal, warum das etwas komplizierter formuliert ist, als es vielleicht zuerst sinnvoll erscheint, muss ich auch nochmal an einer Zeichnung klar machen. So, jetzt muss ich die Knubbel ein bisschen quetschen und drücken, um das zu zeichnen, was ich zeichnen will. Wir haben jetzt wieder hier unser Start irgendwo in irgendeiner zweifachen Zusammenhangskomponente. Wir haben hier einen Artikulationspunkt und bis jetzt hatte ich das immer so gezeichnet, dass zwei zweifache Zusammenhangskomponenten an diesem einen Artikulationspunkt sind, was aber nicht der Fall sein muss. Ja, wenn wir das jetzt die Knubbels ein bisschen quetschen, dann können wir auch mehrere, zum Beispiel einfach zwei weitere zweifache Zusammenhangskomponenten hier einfügen. Ja, so könnte das zum Beispiel aussehen. Ja. So ein kleiner Fisch. So. So ein kleiner Fisch mit großen Flossen. So. Jetzt, wenn wir uns betrachten, dieser Artikulationspunkt, da geht irgendwie so ein Tiefensuchpfad zu dem hin. Und jetzt geht es von dem aus ja in verschiedene Richtungen weiter, so nacheinander. Eine Richtung ist hier rein, in die eine zusätzliche rechts oben, die zweifache Zusammenhangskomponente, eine andere nach rechts unten, aber durchaus auch noch Pfade innerhalb der ursprünglichen zweifachen Zusammenhangskomponente. Ja, das ist ja nicht ausgeschlossen. Und insbesondere diese Pfade, die da wieder innerhalb der linken zweifachen Zusammenhangskomponente bleiben, die erzwingen es, dass wir die Formulierung hier etwas komplizierter machen, nämlich ein Knoten ist essentiell, wir wollen, dass das ein Artikulationspunkt ist, wenn es mindestens eine Kante gibt, die in eine andere zweifache Zusammenhangskomponente verweist. Ja, und was war unser Kriterium dafür, dass es eine Kante gibt, die in eine andere Zusammenhangskomponente verweist? Das bedeutet, dass der Low Point von dem Zielknoten dieser Kante größer ist als die Tiefe des Artikulationspunktes. Ja? Für jeden dieser beiden Knoten gilt, so wie ich das hier gezeichnet habe, der Low Point für diesen Knoten, ich nenne sie mal hier irgendwie X und Y, der Low Point sowohl für X als auch für Y ist kleiner als die Tiefe des Artikulationspunktes. Denn alles, was erreicht werden kann, was von Nachfolgern aus erreicht werden kann, von Nachfolgern von X und Y aus erreicht werden kann, hat eine Tiefe, die größer ist als die Tiefe des Artikulationspunktes, weil sie gefangen sind in dem Teilbaum, der an dem Artikulationspunkt dranhängt. Ich sollte sagen, kleiner gleich, denn natürlich kann es auch durchaus möglich sein, dass wir wieder zu dem Artikulationspunkt zurück eine grüne Kante haben, dass wir also hier auch rückwärts auf den Artikulationspunkt schauen können, aber nicht noch weiter als über den als bis zum Artikulationspunkt zurück, nicht weiter zurück hinaus. Und deshalb ist die Formulierung so kompliziert, dass wir sagen müssen, es gibt mindestens eine Kante,
sodass der Ziel vom Artikulationspunkt aus, sodass der Zielknoten einen Lowpoint-Wert hat, der gleich oder höher als die Tiefe des Artikulationspunktes ist. Ja, unbeschadet davon, dass es auch eine Menge anderer Kanten gibt, die Kanten, die in dem Bild nach links zeigen vom Artikulationspunkt aus, für die diese Eigenschaft nicht gilt. Sondern deshalb fordern wir, es gibt mindestens eine solche Kante. Und mit einem Durchlauf über sämtliche Kanten können wir das natürlich herausfinden, welche Knoten das sind. Ja? Der Startknoten der Kante, da nehmen wir die Tiefe her, der Zielknoten der Kante, da nehmen wir den Lowpoint her und vergleichen die beiden und wissen damit, ob der Startknoten der Kante essentiell ist oder nicht. So, was machen wir jetzt mit diesen essentiellen Knoten, von denen wir vermuten, dass sie die Artikulationspunkte sind? Wir machen jetzt eine wiederholte Tiefensuche, und zwar die Startknoten sind die essentiellen Knoten. Hier ist noch etwas, glaube ich, etwas unklar formuliert. Und zwar nehmen wir nur die Kanten her, für die diese Eigenschaft gibt. Das heißt, wir nehmen uns so einen Artikulationspunkt her und laufen und machen eine Tiefensuche über x in diesen ganzen oberen rechten Bereich hinein, der aus zwei zweifachen Zusammenhangskomponenten besteht, in diesem schönen großen Bild, kleiner Fisch mit großen Flossen. Und eine weitere Tiefensuche von diesem essentiellen Knoten über y, alles, was über y aus erreichbar ist. Aber jetzt wieder eine ähnliche Idee wie bei den starken Zusammenhangskomponenten, nicht in einer beliebigen Reihenfolge, sondern in der Reihenfolge, dass wir zuerst mit dem Artikulationspunkt oben rechts anfangen und daher diese rote zweifache Zusammenhangskomponente finden. Dann fangen wir mit dem Artikulationspunkt hier in der Mitte zentral an, sodass wir, wenn wir mit der Kante nach x beginnen, als erstes dann diese grüne zweifache Zusammenhangskomponente finden. Natürlich nicht mehr die rote, denn da gucken wir nicht mehr rein. Und wenn wir dann als nächstes, hatte ich nicht blaue Kreide auch gesehen? Wenn wir dann als nächstes die von diesem Artikulationspunkt aus über die eine Tiefensuche über die Kante nach y machen, dann kriegen wir diese gelbe zweifache Zusammenhangskomponente raus. Und was übrig bleibt, ist die zweifache Zusammenhangskomponente, in der der Startknoten ist. Wie kriegen wir jetzt die Reihenfolge richtig, dass wir die Artikulationspunkte in der richtigen Reihenfolge durchlaufen? Die kriegen wir dadurch richtig, wieder wie bei den starken Zusammenhangskomponenten, sehr, sehr ähnlich, dass wir die Finishing Times hernehmen. Ja, dieser Artikulationspunkt oben rechts wurde früher beendet, wurde später gesehen als dieser Artikulationspunkt in der Mitte und deshalb früher beendet. Das ist eine grundlegende Eigenschaft von Tiefensuche. Wenn es einen Pfad von einem Knoten zu einem anderen gibt, gibt es hier natürlich in dem Bild, und dieser Artikulationspunkt in der Mitte wurde gesehen vor diesem Artikulationspunkt hier oben rechts, dann wird dieser Artikulationspunkt oben rechts finished, bevor dieser Artikulationspunkt hier in der Mitte finished wird. Ja, das ist der eine Punkt, den Sie an der Tiefensuche wirklich verstehen müssen. Diese Grundregel. Wenn Sie die verstanden haben, dann sollten alle diese Anwendungen überhaupt kein Problem sein. Es ist immer wieder diese magischen Konsequenzen, dass wir, wenn wir das in der Reihenfolge der Finishing Times alles machen, dass wir dann eine Zusammenhangskomponente erledigt haben, bevor wir dann über beim nächsten Tiefensuchdurchlauf über eine andere Zusammenhangskomponente da wieder reinkommen könnten, und sodass die tatsächlich alle einzeln am Ende herauskommen. So.
Gut. Dann ist. Ja, bitte? Die drei Knubbel in der Mitte hängen alle drei an diesem einen Knoten dran. Ja? Wenn wir diesen mittleren Artikulationspunkt rausnehmen, dann sind die drei Knubbel jeweils für sich genommen Zusammenhangskomponenten, die nicht miteinander mehr verbunden sind. So ist das Bild zu verstehen. Sie starten immer nur über diese Kante. Ja, sie nehmen sich jede Kante her, für die diese Eigenschaft gilt, dass der Low Point des Zielknotens kleiner ist. Ja, das ist jeweils für eine Tiefensuche für sich. Das muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer formulieren im Wiki, damit das dann klar ist. Ja, also von diesem Artikulationspunkt in der Mitte aus machen sie zwei Tiefensuchen, die völlig unabhängig voneinander sind. So, gucken wir ins Wiki rein. So, wie dieser Schritt 2 verläuft, haben wir eben gesehen. Die essentiellen Knoten in der richtigen Reihenfolge nach ihren Finishing-Zeiten, in Ascending Order, in aufsteigender Ordnung. Ja, ist richtig, in aufsteigender Ordnung. Und wenn wir Knoten hatten, dann müssen Sie, das muss ich vielleicht auch nochmal genauer formulieren, die Artikulationspunkt selber soll natürlich nicht entfernt werden. Der soll ja in der anderen zweifachen Zusammenhangskomponente wieder drin sein. Die werden gelöscht, also die roten Knoten. Habe ich das Bild aufgenommen? Okay. Kurzzeitgedächtnis. Ich habe mal den Satz gelesen, solange man sich noch an das Wort Alzheimer erinnern kann, ist alles halb so problematisch. So. Also die in der roten zweifachen Zusammenhangskomponente, die sind rausgeschmissen worden, bevor es dann mit den anderen zweifachen Zusammenhangskomponenten weitergeht, sodass wirklich jede einzelne zweifache Zusammenhangskomponente für sich selber gefunden wird durch jeweils eine Suche. So, Korrektheit, ja, Tiefe, der Algorithmus wird ja, wenn ich keinen Fehler eingebaut habe, die Tiefe und den Low Point richtig setzen. So, im Grunde geht es darum, das nochmal aufzuarbeiten, was wir dazu schon gesagt haben. Wenn wir einen essentiellen Knoten haben, wo also Low Point kleiner gleich Tiefe ist, für mindestens eine Kante, Low Point des Zielknotens dieser Kante ist kleiner gleich Tiefe des Startknotens der Kante und der Startknot ist dann der essentielle. Wenn wir einen essentiellen Knoten haben, dann gibt es also eine Kante, die essentielle Knoten definiert, nämlich der Lowpoint-Wert von W ist gleich oder größer gleich der Tiefe von V. Und was wir zeigen wollen, ist, dass es dann keine grüne Kante gibt, wie wir das eben in den ersten Zeichnungen drin hatten, die wieder auf die ursprüngliche erste zweifache Zusammenhangskomponente links zurückverweist. Wir nehmen also an, es gibt so eine Kante. Nehmen wir nochmal die Terminologie her. Ich nehme das ursprüngliche Bild nochmal her und mit der entsprechenden Terminologie zeichnen wir das nochmal ein. So, die beiden Knoten heißen jetzt im Beweis nicht mehr U und W, sondern sie heißen X und Y. Wenn es eine solche Kante gäbe, dann dass x zu dieser zweifachen Zusammenhangskomponente gehört, y aber nicht, dann ist y vor x gesehen worden, denn sonst würden wir ja von x aus weitergehen. So wie es aussieht, das, was ich mir erstmal mühsam eben nochmal erarbeitet habe, ist tatsächlich doch im Wiki formuliert, umso besser. Also,
Y muss gesehen worden sein vor X, weil sonst würden wir ja von X aus weitergehen nach Y. Wir gehen nicht weiter über die grüne Kante, weil eben Y schon gesehen worden ist. So. Wenn jetzt aber tatsächlich der Lowpoint von x kleiner gleich der Tiefe von v ist, ja, also wir geben jetzt endlich mal auch dem Artikulationspunkt einen Namen, nämlich v. So. Wenn jetzt die Tiefe von, also wenn jetzt der Lowpoint von x kleiner ist als die Tiefe von v, dann heißt es y kann nicht auf dem Pfad nach v liegen. Das heißt, y ist schon finished. Wenn y eine größer gleich Tiefe wie v hat, kann y nicht auf dem Pfad nach v liegen, der aber unser aktueller Teil unseres aktuellen Suchpfads ist. Das heißt, y, wenn das nicht mehr auf dem aktuellen Suchpfad ist, aber schon gesehen wurde, ist y schon finished. Wenn y schon finished ist, haben wir aber wieder einen Widerspruch, denn wir wären dann von y Richtung x gegangen. Geht nicht. Also, wenn wir einen essentiellen Knoten haben, dann kann dieses Bild, das ich jetzt endlich mal fotografiere, was zwar nur die Buchstaben anders hat, als in unserem ersten Bild, und ansonsten ist alles mehr oder weniger gleich. Aber für den Beweis, die Terminologie hier sinnvoll ist, dann Moment, hat das gepackt? Entschuldigung, ich muss da mal gucken. Ich habe nämlich ein klein bisschen Probleme, dass ich irgendwas manchmal falsch mache und die Bilder sind nicht mehr da. Okay, das letzte Bild ist da. Der Fischknobel ist da. Der andere Fischknobel ist da. Sieht gut aus. Also ein paar Bilder, die ich hier geschossen habe, haben sie noch nicht, weil die irgendwie im Orkus verschwunden sind und ich weiß nicht wieso. Aber gut, falls Sie beim Abhören irgendwelche Fotos vermissen im Internet, dann geben Sie Bescheid. Dann muss ich die halt nochmal nachstellen an der Tafel, beziehungsweise ja, die können wir dann ja auch mal in eine vernünftige Form übertragen. So. Also wenn ein Knoten essentiell ist, dann kann unmöglich die Situation sein, dass das kein Artikulationspunkt ist. Jetzt gucken wir uns einen Knoten an, der nicht essentiell ist und wollen zeigen, dass das kein Artikulationspunkt ist. Also, dass wir tatsächlich auf diese Art und Weise sämtliche Artikulationspunkte gefunden haben. Wir haben mit dem ersten Schritt eben in diesem Absatz gesehen, alles, was wir finden, sind Artikulationspunkte, aber wir müssen noch einsehen, dass das auch wirklich alle Artikulationspunkte sind, dass wir keine solchen Knoten auslassen. So, also wir gucken uns einen Knoten an, der nicht essentiell ist und behaupten, dass das dann kein Artikulationspunkt ist. So, wir müssen also das Entgegengesetzte zeigen. Wir müssen zeigen, dass es eine solche grüne Kante gibt, wie wir sie jetzt hier eingezeichnet haben, dass es eine solche grüne Kante XY gibt. Wie sehen wir das ein? Es gibt ein X, zu irgendeinem Y, nach Definition des Lowpoints. Es gibt eine solche Kante von X zu irgendeinem Y, der geringere Tiefe hat als V. Und wenn dieser Knoten geringere Tiefe hat als V, kann er unmöglich in der zweifachen Zusammenhangskomponente sein,
wo x drin ist, denn in dieser zweifachen Zusammenhangskomponente, falls es V ein Artikulationspunkt wäre, denn in dieser zweifachen Zusammenhangskomponente und allen davon abhängigen ist die Tiefe größer. Und damit ist die Korrektheit gezeigt. Ich muss an diesem Punkt nichts im Wiki nachtragen, ich hatte nur nicht mehr Erinnerung, wie die Argumentation genau ist. Lassen Sie sich durch den Kopf gehen, nehmen Sie starke Zusammenhangskomponenten und zweifache Zusammenhangskomponenten, versuchen Sie das dann ein bisschen als eine Einheit zu sehen. Sie haben ja gesehen, dass es da viele Verbindungen, viele Analogien zwischen beiden Algorithmen gibt. So, noch die Komplexität. Die asymptotische Komplexität ist linear. Warum? Weil wir nichts anderes gemacht haben als Tiefensuche. Und zwar immer auf disjunkten Kantenmengen zumindest. Die Knotenmengen sind disjunkt bis auf die Artikulationsknoten. Die Kantenmengen sind dann ganz disjunkt und damit haben wir lineare Komplexität. Und damit haben wir den Zusammenhang in diesem Sinne beendet. Gibt es da noch Fragen an dieser Stelle zu dieser Thematik? Also Sie sehen vielleicht auch ein bisschen, wenn Sie sich die Zeit anschauen, ich bin wesentlich langsamer als so ziemlich jeder Dozent zu dieser Thematik, von dem ich jemals ein Skript oder was gesehen habe. Aber ich will, dass Sie das, ich will Ihnen nicht möglichst viel klotzen, sondern ich will, dass das, was hier gemacht wird, dann auch, dass Sie die Grundlagen haben, dass Sie das wirklich durch und durch verstehen. Denn mir geht es mehr um die Ideen, die dahinter stehen, algorithmische Ideen, wie kann man algorithmische Ideen selber entwickeln, was für Muster gibt es da, die immer wieder auftauchen. Das ist mir wichtiger, als jetzt möglichst viele Algorithmen durchzukloppen. Ich hoffe, dass das auch in Ihrem Sinne ist. So, wenn es hier keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich zu einem anderen, zu einem hübschen Thema kommen, was auch durchaus seine Anwendungen hat. Es hat zu tun mit einem Problem, vor dem jeder Briefträger gestellt ist, nämlich er muss Straßen abklappern, sprich Kanten in einem Verkehrsnetzgrafen und er muss also jede Kante mindestens einmal durchlaufen und er möchte natürlich nicht möglichst selten Kanten zweifach durchlaufen müssen, weil es halt Zeit kostet, das ist am Ende dann seine Freizeit, wenn er keinen regulären 8-Stunden-Tag mehr hat, sondern eben auf Basis der erbrachten Zustellleistung bezahlt wird. Und der Idealfall ist natürlich der, dass er jede einzelne Kante nur einmal durchlaufen muss, genau einmal. Und auf diesem Idealfall bauen dann auch Algorithmen auf, die dann das Ganze versuchen, auch für den Fall zu lesen, dass doch einzelne Kanten mehrfach durchlaufen werden müssen. Wir betrachten hier nur diesen schönen, einfachen Fall, den Sie vielleicht kennen, Eulers Königsberger Problem. Das war der ursprüngliche Ausgang, das ursprüngliche Ausgangsproblem, das Leonhard Euler sich gefragt hat. Ich glaube, Königsberg hatte damals 7 Brücken. Kann man über alle Brücken einmal gehen, ohne dass man eine Brücke zweimal laufen muss? Und er hat das dann sich überlegt, was die Eigenschaften sind, wie man das in einen Graphen transferiert, nämlich dass die einzelnen Inseln Knoten sind und die Brücken sind Kanten und welche Eigenschaften ein solcher Graph haben muss, damit das funktioniert. So, und dann kommen wir zu einem Eulerschen Kreisen und der Berechnung Eulerscher Kreise. Was ist zunächst mal ein Eulerscher Kreis? Ich muss hier wieder die Darstellung, ich muss für jeden Tab die Darstellung jeweils individuell anpassen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie es nicht lesen können. Was ist ein Eulerscher Zirkel? Wir sind in ungerichteten oder gerichteten Graphen in diesem Fall. Beides ist möglich. Also man könnte es theoretisch auch noch den gemischten Fall betrachten, dass Sie ungerichtete Kanten drin haben. Ja, das wäre der Fall, dass der Briefträger, nehmen wir mal an, der ist motorisiert, dass er einerseits Einbahnstraßen zu durchlaufen hat, dann ist klar von vornherein, in welcher Richtung er diese Einbahnstraße durchlaufen sollte, also gerichtete Kante, oder dass er eine Straße durchläuft, die nicht Einbahnstraße ist, dann
könnte, dann muss er diese Kante trotzdem, diese Straße trotzdem nur einmal durchlaufen, weil er links und rechts seine Post verteilen kann. Aber er könnte so rum oder so rum durch diese Straße laufen. Ja, also gemischt wäre natürlich auch denkbar, aber wir betrachten hier nur den. Vielleicht sollte ich das sogar so weit aufmotzen. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel, dass wir daraus einen gemischten Fall machen. Aber vielleicht lasse ich besser die Finger davon und bleibe bei dem, was klassisch ist. So, was ist ein Eulerscher Zykel? In einem ungerichteten Graphen ist ein Eulerscher Zykel ein Zykel, der jede Kante einmal durchläuft, wobei es vollkommen egal ist, in welcher Richtung. Einfach zu verstehen, oder? Brauchen Sie eine Zeichnung? Nicht wirklich, ne? Gut. In einem gerichteten Graphen ist das im Prinzip dasselbe. Ein Eulerscher Zykel ist ein Zykel, der jede Kante einmal läuft, aber natürlich nur in der Richtung, in der Orientierung dieser Kante. Also nicht in gegengesetzte Orientierung. Ja, jede Kante ist eine Einbahnstraße und muss entsprechend in dieser Einbahnstraße durchlaufen werden. So, und ein Graph ist Eulersch genau dann, wenn eine bestimmte Eigenschaft erfüllt ist, jeweils im gerichteten und ungerichteten Fall. Das ist das, was halt Euler erst einmal herausgefunden hat. Was ist diese Eigenschaft? Im ungerichteten Fall, na, da kennen Sie das Haus vom Nikolaus, ne? Gibt es ein Problem? Bitte? Das kommt auf, nicht? Klar, ich meine, was sonst? Ist allerdings kein Beispiel wirklich dafür, sondern wir müssen es noch ein bisschen erweitern. Ja, das ist das Haus vom Nikolaus. Hier habe ich begonnen, an dem Knoten. Hier habe ich geendet, an dem Knoten. Warum? Warum habe ich an diese, also ich hätte auch andersrum anfangen und enden können, aber ich hätte nicht irgendwo anders anfangen und enden können, um das in einem Zug zu zeichnen. Bitte? Wir haben hier jeweils eine ungerade Anzahl von Kanten. Genau. Also, wir haben keinen Eulerschen Zykel hier drin, sondern nur sozusagen einen Pfad. Das heißt, wir fangen woanders an, als wir aufhören. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen peinlich ist, aber ich werde jetzt trotzdem dieses Beispiel fotografieren. So, und das können wir natürlich sofort zu einem Beispiel machen für Eulersche Zykel, indem ich da noch unten ein Dach ranhänge, was immer jetzt die Bedeutung eines solchen Daches im Keller sein mag. So hausbautechnisch. Alle Knoten haben geraden Grad und ich kann bei jedem beliebigen Knoten anfangen. Ich kann ohne Absetzen, wenn ich es richtig mache, alles in einem Zug machen. Sie haben aber eben schon gesehen, dass ich das, als ich das versucht habe, in einem Zug zu machen, dass ich da ins Stolpern gekommen bin, denn ich habe irgendwo eine Abkürzung genommen und bin dann zu den anderen Teilen nicht mehr gekommen. Das heißt also, es ist ein bisschen komplizierter, man kann nicht einfach blindlings losgehen. Ja, einmal rumgehen und zu Ende, da kann man durchaus Kanten und also Teile des Graphen überlaufen haben. Deshalb ist das Problem, da einen Eulerschen Zykel zu finden, nicht ganz trivial. Es ist nicht besonders tiefgehend, aber es ist nicht ganz trivial. Was ist der gerichtete Fall dann? Also erstmal natürlich noch der Zusammenhang, hatte ich glaube ich ja vergessen zu erwähnen. Wenn der Graph nicht zusammenhängend ist, gibt es natürlich keinen Eulerschen Zykel. Im gerichteten Fall brauchen wir dann einen stark zusammenhängenden Graphen. Nicht? Denn wenn wir einen Zykel haben wollen, dann ist es unabdingbar, dass wir von jedem Knoten zu jedem anderen kommen können. Denn auf dem Zykel, wenn es den gibt, könnten wir ja von jedem Knoten zu jedem anderen kommen. Und hier ist die Bedingung ähnlich, in gewisser Weise analog, nämlich dass für jeden einzelnen Knoten die Anzahl der reingehenden Kanten, der Innengrad
in Degree English gleich der Anzahl der rausgehenden Kanten, habe ich jetzt Knoten gesagt, die Anzahl der reingehenden Kanten, der in Degree, der Innengrad, gleich der Anzahl der rausgehenden Kanten, gleich dem Out Degree, dem Außengrad ist. Für jeden Knoten. Und die Behauptung ist, aus dem Algorithmus wird sich ergeben, hier follows from the classical algorithm, den wir gleich uns ansehen würden, aus dem Algorithmus wird sich ergeben, dass das tatsächlich nur offensichtlich notwendig, aber auch hinreichend ist, damit es einen Euler-Zyklus gibt. So, der Eingabe ist also je nachdem, entweder haben wir einen stark zusammenhängenden gerichteten Graphen oder einen zusammenhängenden ungerichteten Graphen. Und was wir rauskriegen wollen, ist einen Eulerschen Zykel. Es macht Sinn, den Zykel auszugeben. Es macht für den Algorithmus Sinn, den Zykel auszugeben. Wir könnten natürlich einfach als Information ausgeben, die Permutation der Kanten, die Reihenfolge, in der die Kanten durchlaufen werden. Damit ist alle Information für diesen Eulerschen Zykel da. Aber es ist einfacher für den Algorithmus, da nicht nur Kanten drin zu haben, sondern auch Knoten drin zu haben. Das heißt also, Knoten, Kante zu einem anderen Knoten, dieser andere Knoten, Kante zu einem wieder anderen Knoten, dieser Knoten und so weiter, als eine alternierende Sequenz. Knoten, Kante, Knoten, Kante, Knoten. Natürlich an beiden Enden immer ein Knoten. Letztendlich derselbe, und zwar, das ein Zyklus ist, derselbe Knoten, am Anfang und am Ende der Gesamtsequenz. So, bekannte Algorithmen. Naja, jetzt kommt er endlich, der bekannte Algorithmus. Sie sehen, derjenige, der das da gezeichnet hat, das war ich nicht, dem ist auch nichts anderes wieder als das Haus vom Nikolaus eingefallen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, was man an diesem Bild genau sehen kann, sollte derjenige, der das da eingezeichnet hat, mal sagen. Na gut. Alle 44 Lösungen, das ist jetzt aber nicht der Zykel, sondern nur der Pfad, nicht? Woran ich jetzt diese 44 Lösungen unterscheiden soll, ist mir zwar... Bitte? Wenn man es groß macht. Also wahrscheinlich muss man es größer ins Wiki reinsetzen. Jeder von Ihnen, der sich eine Zugangsberechtigung abgeholt hat, könnte das größer reinsetzen. Apropos größer, ich sehe, dass das wieder ein bisschen kleine Schriftgröße ist. So, das algorithmische Problem ist Euler-Zykel, ja. Jetzt haben wir ja endlich mal einen Algorithmus, der eine Rekursion ist. Könnte man natürlich wie jeder anderen rekursiven Algorithmus auch iterativ gestalten, ist aber hier ein Beispiel für einen Algorithmus, der rekursiv, denke ich, verständlicher ist als iterativ. Und da macht es auch wenig Sinn, den Algorithmus als Iterator zu formulieren, denn die Knoten und Kanten werden nicht im Algorithmus durchlaufen in der Euler-Zykel-Reihenfolge. Sie werden in einer anderen Reihenfolge durchlaufen. Deshalb sehe ich wenig Grund, jetzt hier wieder mal meinen Senf dazu zu geben. Naja, iterativ würde erlauben, dass es als Iterator implementiert ist. Das ist, denke ich, hier in diesem Fall nicht so wichtig. So, wir fangen irgendwo an, ja. Weil wir können wenn wir es mit einem Knoten schaffen, einen Euler-Zykel zu generieren, können wir es auch mit einem anderen Knoten schaffen. Also es ist vollkommen egal, mit welchem Knoten wir starten. Wir haben jetzt hier aber eine Situation, die wir eigentlich fast immer bei einer Rekursion haben, nicht? Nämlich, dass die Rekursion noch Zusatzinformationen braucht, die der eigentliche Aufruf des Algorithmus normal nicht hat. Der eigentliche Aufruf des Algorithmus hat noch keinen Startknoten und noch keine Ausgabesequenz, aber beides müssen wir in der Rekursion verwalten, indem wir eine Output-Sequenz einrichten, die den Startknoten enthält und nichts sonst. Und damit, das ist also eine Sequenz, ist das technisch korrekt, was ich jetzt sage? Was tatsächlich übergeben werden muss, ist immer nur der Startknoten. Okay, das muss ich im Wiki abändern, das ist, wie es hier dasteht, noch inkorrekt. Was tatsächlich jeder
rekursiver Aufruf braucht als Argument, als Parameter, ist der Startknoten. So, am Anfang, wenn wir, wir gucken uns das mal an, was dieser Algorithmus macht. Wieder an der Tafel. So, da nehme ich als Ausgangspunkt das, wo ich eben gestockt habe, wo ich dann eben nochmal neu ansetzen musste. Wenn ich jetzt, ich fange an, dieses Bild zu zeichnen, von dem ich weiß, dass es einen Euler-Zyklus gibt, so, ja, dann habe ich was ausgelassen. Fangen wir mal an, hier, wo war mein Startknoten? Ich glaube hier, oder? Hier ist S, dann bin ich da lang gegangen, da lang, da, 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 da. Also ich nummeriere sie mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja? So. Und damit habe ich natürlich das hier unten ausgelassen. Aus Versehen bin ich halt die falsche Richtung gelaufen. Ja, der Algorithmus hat ja keine Draufsicht. Der kann nicht wissen, in welche Richtung er laufen sollte, was geschickt und was ungeschickt ist. So. Das ist in diesem Beispiel natürlich nur so ein kleines bisschen, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass da noch viel, viel mehr ausgelassen worden ist als nur so ein kleines bisschen, wenn das Beispiel größer ist. Was machen wir jetzt? Erstmal ein Foto, ich weiß. Was machen wir jetzt? Wir haben ja den Pfad, wie wir ihn hatten, in der Hand. Ja? Die Knoten vom Startknoten zum Startknoten zurück, die haben wir alle in der Hand. Ja? Wir haben eine alternierende Sequenz. Knoten und Kanten haben wir aufgesammelt bei dem Weg. Also haben wir auch die Knoten hier unten. Die beiden hier unten. Und beide haben noch eine Eigenschaft, die die anderen Knoten hier nicht mehr haben, nämlich es gibt noch Kanten an diesem Knoten, die wir noch nicht gesehen haben, die wir noch nicht in den Zyklus eingefügt haben. Und genau das ist die Rekursion. Wir basteln als erstes einen Pfad von irgendeinem beliebigen Startknoten S zu S und haben damit eine Menge Möglichkeiten ausgelassen. Aber wir gehen dann diesen Pfad durch, sämtliche Knoten, und dann gibt es Knoten, die sind erledigt, die meisten Knoten hier in dem Bild, und dann gibt es diese zwei Knoten hier unten. Die sind noch nicht erledigt, da sind noch Kanten, die wir noch nicht durchlaufen sind. Wir nehmen uns einen der beiden her und lassen jetzt rekursiv Euler laufen da drauf. Ja, dieser rekursive Schritt, den male ich jetzt mal rot. Vielleicht nehmen wir uns als erstes den Knoten her, der hier als erstes auch in der Reihenfolge ist, dieser rote Knoten hier. Lassen Euler laufen, der läuft jetzt in irgendeiner Reihung durch. So. Und damit haben wir in diesem Beispiel auch alle anderen Kanten dann erwischt. Und was wir machen müssen ist, alles was wir hier an roten Kanten eingehängt haben, zu hier rein, an dieser Stelle reinzuhängen, in den roten Zyklus in den weißen Zyklus reinzuhängen, sodass wir also durchlaufen, 1, 2, 3, rot, 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 4, 5, 6, 7. Das ist das ganze Prinzip. Und wenn wir uns das mal
abstrakt überlegen, was das bedeutet. Natürlich ist das nur in diesem Beispiel so, dass wir damit alles erledigt haben. In komplizierteren Beispielen wäre noch eine Menge mehr zu tun. Ich versuche es mal abstrakt, Ihnen eine abstrakte Vorstellung zu geben, was passieren muss und auch passieren kann. Nämlich, wir haben von unserem Startknoten aus erst einmal einen Zykel gefunden. So, jetzt gibt es aber Knoten, bei denen es noch andere Kanten gibt, die wir nicht darin gefunden haben. Vielleicht machen wir es in dieser Reihenfolge. So, 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 so. So herum, um Uhrzeigersinn. So, dann machen wir hier wieder jeweils, lassen das wieder laufen. Und dann haben wir vielleicht wieder Knoten auf diesen grünen Zyklen. Da lassen wir das wieder laufen. Natürlich ist das nicht so schön knotendisjunkt wie hier, wie ich das zeichne. Natürlich ist das ineinander schön, wie bei dem Haus vom Nikolaus, ineinander geschachtelt, dass man laufend an denselben Knoten vorbeikommt. Aber so als ungefähre Vorstellung, wie der Algorithmus das sozusagen sieht, er läuft, also die unter Umständen, oder was heißt unter Umständen, im Regelfall habe ich hier Knoten mehrfach gezeichnet. Ja, dieser Knoten auf hier mag gleich diesem Knoten hier sein, mag gleich diesem Knoten hier sein, gleich diesem Knoten hier und so weiter und so fort. Ich habe ein Bild, wo sozusagen entzerrt, dass ich für jeden Knoten so oft dupliziert habe, wie er auf solchen Zyklen dran ist, um das Bild eben so zu entzerren. Ich hoffe, dass dieser kleine Trick, diese Entzerrung das Verständnis eher fördert als hindert. So. Und genau das macht der Algorithmus. Dieses Bild ist meine Vorstellung davon, wie dieser Algorithmus funktioniert. So, was macht er? Wir richten einen Pfad ein. Der wächst dynamisch, ja? Wir fangen an, der Pfad enthält nur den Startknoten und damit konstruieren wir diesen ersten weißen Zykel. Die Details werden wir vielleicht nochmal beim nächsten Mal durchgehen, weil wir es heute zeitlich nicht mehr schaffen. So, jetzt hier für jeden Knoten, der noch Kanten, weggehende Kanten hat, Edges im ungerichteten Fall, Arcs im gerichteten Fall, für jeden dieser Knoten rufen wir die Prozedur rekursiv auf. Kriegen einen neuen Pfad, P', einen neuen Zykel und das Vorkommen des Knotens in P wird durch diesen neuen Zykel ersetzt. Das ist das Einhängen. Das werden wir nochmal beim nächsten Mal genauer betrachten. Ich erwarte jetzt nicht, dass Sie das verstanden haben. Jedenfalls nicht tiefgehend verstanden haben. Was wollte ich noch dazu sagen? Ja, was ich dazu sagen wollte, war eigentlich bis zum nächsten Mal. Da nochmal systematisch.